Liebe Game-Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von GameStar Spielt. Heute haben wir einen Kracher für euch. Riesige Mechs gehen in den Krieg. Titanfall 2. Kannst du dich noch erinnern an den ersten Teil? Ja, war damals exklusiv Xbox One, war einer der frühen Titel. Und ist ja von den Machern, die früher Modern Warfare gemacht haben, Infinity Wars, aber die haben sich dann getrennt und jetzt Respawn Entertainment gegründet. Und ja, ich habe den sehr gerne gespielt, aber nur online. Ja, waren wir, glaube ich, zuerst sogar an der Gamescom. Event zocken. Das hat eigentlich mächtig Spaß gemacht. Danach kam ein bisschen Ernüchterung, weil es nur einen Mehrspielermodus gab. Genau, es war halt wirklich nur Mehrspielermodus und ja, es nutzte sich halt ein bisschen ab. Es waren nicht so viele Modis drin. Ja. Und die Kampagne war ja, also es gab so ein Tutorial, wo das als Kampagne verkauft wurde. Genau, aber jetzt wird alles neu gemacht beim zweiten Teil. Es gibt eine Kampagne. Es gibt eine, ja. Man spielt in so einen Soldaten, einen Rebellen Cooper, der ist irgendwie abgestürzt, muss dann irgendwie, bekommt einen Mech. Er selber hat ja noch keinen Titan, muss ich sagen. Ist ja kein Mech, ist ein Titan. Genau, genau. Und ich glaube, da werden wir dann auch einsteigen in der Kampagne. Ha, so sieht's aus. Ich schnapp mir den Controller. Versuch mal, diesen Titan zu steuern. Also ist ja immer auch cool, wie sie mit dir sprechen und alles drum und dran. Also die Intelligenz dieser Titans. Und was man schon sieht, die Optik, also es ist ziemlich bunt. Ja. Also auf jeden Fall da, wo wir jetzt sind. Und hat sich doch nochmal verbessert. Ja, also ich glaube auch, dass sie jetzt länger Zeit hatten, generell. Natürlich auch mit der Engine ein bisschen vertrauter sind. Und die Levels sind dann sehr abwechslungsreich, was die Optik anbelangt. Und eben farbenfroh, nicht alles braun. Also das passt eigentlich. Und auch der Mix ist eigentlich recht gut. Aus jetzt bist du im Mech, ganz am Anfang. Aber es ist immer, man geht wieder raus, dann ist man wieder drin. Also das finde ich recht gut gemacht. Ja, und da auch das Ganze, wie es eben der Anfang, also man hat eigentlich schon eine Bindung zu diesem Titan. Genau. Wie man hier jetzt zu ihm gekommen ist, also das ist schon nett. Man kann ja sagen, es gibt ja ein Tutorial, aber danach, wo man den Mech eigentlich repariert, das ist ja auch noch ein bisschen Tutorial. Genau. So, jetzt kannst du da, das kennt man, wer die alten gespielt hat, aber es gibt ja zum Beispiel PlayStation-User, die es nicht gemacht haben. Hier, man kann, eben der Mech hat verschiedene Funktionen, er kann die Schüsse abhalten, es gibt ja verschiedene Mechs dann auch online. Genau. Wo man eben das so und dann zurückschießen kann, zurück. Das können natürlich andere Mechs auch. Achtung. Ja, und da wird es dann natürlich. Genau. Und jetzt wird eine neue Waffe gezeigt. Hier kannst du. Das ist eine Waffe, die hat mehrere Targets trifft. Musst du ein bisschen warten, bis. Wieder aufgeladen. Ja, und es markiert dann alle. Genau, kannst hier eine ganze genau. Reihe. Jetzt kannst du auch beides nutzen, jetzt musst du genau wieder abwehren, all diese Geschichten. So, und jetzt bekommst du noch natürlich die Gun. Jetzt kannst du dann gegen den anderen kämpfen. Und man sieht hier Einblendungen unten. So, man kann so, ja, fast so ein bisschen Mass Effect oder so, kann man was auswählen. Aber das hat jetzt nicht einen riesen Einfluss. So, jetzt kannst du zeigen, was du kannst. Ah, er hat noch Schutzschild, ein bisschen zu viel. Dann später kann man auch den Piloten rausziehen. Also das kann man dann wieder vom Multiplayer. Aber wir konzentrieren uns heute mal auf den Singleplayer, wenn es schon neu ist. Ja. Natürlich gibt es dann noch die Dash-Sachen. Ja, er hat nicht mehr viel Energie. Sehr schön. Und da gibt er noch eine Batterie. Wunderbar, das war ja vorhin so. Da müssen wir ein bisschen schauen, wie kommen wir überhaupt zu dieser Batterie. Genau. Aber ich fand es eigentlich sehr gut gemacht, das Tutorial. Also weil man lernt dieses Wall-Running. Man kann ja an der Wand rennen als Pilot. So eine gewisse Distanz, all diese Sachen. Da finde ich eigentlich recht gut. Ja, jetzt hast du Dash gemacht. Jetzt musst du, es wird auch immer, sie blenden dann auch immer wieder ein. Ich glaube, du kommst da so. Jetzt bist du raus. Ist nicht das Ziel jetzt eigentlich. Ja? Nein. Oh, der arme Kerl. Der schon.
Genau, jetzt wird er da angezeigt, da musst du nach rechts darüber. Jetzt würde ich sagen, hüpfen. Der Dash, dann kommst du vielleicht noch rechts durchs Wasser, da bist du da, ja. Da hoch. So, da, genau. Jetzt. Wieder nicht. Ja. Glaube ich ein bisschen links. War es doch vorher. Ganz links oder was? Ah, jetzt weiß ich auch nicht mehr. Jetzt läufst du, glaube ich, wieder ein bisschen zurück. Aber sieht nicht so falsch aus. Da denke ich, kommst du nicht durch. Hätte man aufgepasst, dann wüsste man es. Vorher wurde es angezeigt. Wir haben natürlich nicht genau geschaut. Ich würde sagen, hier links durch. Und dann kommen dann wieder die Gegner. Man sieht, es gibt auch ruhige Momente. Aber hier, okay, da läufst du dann einfach rein. Ein kurzer ungewünschter. Genau. Und da gibt es, es ist nicht Open World, gibt Ladezeiten. Es sind verschiedene Levels. Aber mir gefällt es. Was man sicher sagen kann, die Kampagne ist kurz. Ja. Das irgendwie dieses Jahr, das ist extrem schlimm, finde ich ein bisschen. Ich habe ja gern kurze Kampagnen, aber so 4-5 Stunden finde ich dann auch ein bisschen arg Und kurz. Es gibt neue Bosskämpfe und alles drum und dran. Mhm. Du hast ja schon weit gespielt. Wie sieht es so aus? Ja, also die Bosskämpfe, ja, so wie vorher ein bisschen. Genau. Ich finde, der Singleplayer ist da, um reinzukommen, zu sehen, was kann man alles machen. Man wird ja langsam herangeführt, was macht der Mech, was kann der Spieler. Ich meine auch, zum Beispiel, als wir zu Beginn gespielt haben, es gibt ja den Double Jump, aber der war ja nicht von Anfang an aktiviert. Also wer das Spiel kennt, muss sich dann ein bisschen gedulden. Aber das Kerngameplay, jetzt läufst du wieder zurück, das Kerngameplay ist Multiplayer schlussendlich, aber es ist nicht schlecht. Aber jetzt kannst du noch ein bisschen Action hier vorne. Da gibt es dann auch Mechs und eigene Freunde kommen dann später auch. Das ist einer von uns da, ja genau. Und jetzt hat es da Gegner. Und da vorne. Das ist ein Gegner. Und da kannst du jetzt eben alles machen. Eben da Munition behalten, dann mit dem. Ja genau. Und da sieht man schon den Experten, der das doch früher öfters gespielt hat. So, kurz mal das Ganze wieder. Ganz, ja. Genau. Das funktioniert doch. Und das ist halt eben ein Zusammenspiel von allem. Vom Dashen, von eben jetzt hier schießen, dann wieder Schüsse abwehren und so weiter. Also, das finde ich recht cool. Und natürlich sind dann, wenn man im Mech ist, muss man sagen, sind natürlich die Soldaten dann ja, Kanonenfutter. Ja. Um mit ihnen zu spielen, macht aber eigentlich super viel Spaß, also mit den Soldaten, aber wie du sagst. Da machst du ihn fertig. Ja, wunderbar. Er braucht nicht mehr viel. Oh, da kommt der Nächste. Es gibt dann noch, da kannst du so die Sicht. So ein bisschen dein Schutzschild. Es gibt so Batterien, das ist so Energie. Du warst jetzt auf einer. Ich kenne das hier schon. Das Grüne halt. Und hier siehst du zum Beispiel, hast du Soldaten rechts. Also vorne natürlich, aber hier drin, glaube ich, sollten zwei, drei kommen. Und die sind halt so klein, die machen hier nicht großen Schaden. Da siehst du sie. Ah, doch, der ist der Größere da. Natürlich. Ja, aber das ist für dich ja nichts. Hoffen wir das Ganze. Ja, das sind gerade zwei. Jetzt wäre es natürlich toll gewesen, hätte man. Burnen. Genau. Das muss man auch ein bisschen timen. Also das Ganze mit den Schüssen einfangen. Weil man weiß ja auch nicht immer genau, wenn der andere schießt. Also das muss man so, das ist ein bisschen Timing-Sache. So wenig Taktik sogar noch. Genau. Aber. Natürlich, schlussendlich ist es schon ein rein rumballen. Und eben das Grüne ist halt immer Batterien, gibt dir wieder Energie. Muss man dann. Achtung, da ist eine HMG. Ja, da geht's ab. Da bist du jetzt so ein bisschen gearbeitet. So, sind da die Kleinen. Jetzt kannst du den Burst Mode aktivieren, dann kannst du richtig ballern. Jetzt. Ja, genau. Schieß am besten auf alles, was ich da. Also die Mechs sind gut. Man kannte es ja vom ersten Teil, da gab es ja im Multiplayer selbst gab es ja auch KI-Gegner. Also man
ging nie aus einer Runde raus, wo man niemanden gekillt hat, weil wenn man keinen Spieler getroffen hat, hat man zumindest ein paar der Roboter abgeschossen. Genau. Und hier kann man natürlich zuschlagen, ja, alles drum und dran, was es alles gibt. So, und jetzt natürlich doch noch zum großen Aspekt, Multiplayer. Und wie wir sehen, gibt es da einige Sachen. Ja, es gibt einige Modis, die kennt man ja schon aus dem alten. Also Last Titan Standing zum Beispiel, das gab es natürlich. Der Capture the Flag war auch schon da. Also es ist jetzt nicht ganz neu. Es gibt ja, dann, man kann ja noch weiter rübergehen. Genau. Gibt es ja auch noch ein bisschen. Also es gibt so die klassischen Modis. Mhm. Und es gibt auch wieder die, sag ich mal, das Kanonenfutter, die CPU-Gegner, die aber halt eben die vom CPU gesteuert werden und nicht Menschen sind. Aber also eine schöne Auswahl hier. Insgesamt haben wir jetzt ein Paket für den Vollpreis, wo man ja vorhin gesagt hat, sowas Vollpreis. Ja, eben, das stört mich in der Regel nicht so, wenn jetzt die Kampagne auch fehlen würde. Wenn man hauptsächlich mehr Multiplayer spielt, genau, ist es dann egal. Aber ich gebe dir recht, es macht natürlich schon mehr Sinn, ein Spiel noch mit einer Kampagne anzubieten. Weil du hast dann einfach noch ein bisschen mehr. Weil es gibt ja auch Leute, zum Beispiel bei Call of Duty gibt es tatsächlich viele Leute, die halt diese Michael Bay-Kampagne oder der Bros Big, das spielen und eigentlich gar nicht online gehen wollen, weil es dann vielleicht zu frustrierend ist. Genau. Oder auch hier ist ja cool für die Leute, die kaum bis nie gespielt haben, ist es ja schön, wenn man sich ein bisschen reinspielen kann. Genau. Weil hier denke ich zumindest, wenn wir dir das Pad geben würden, gäbe es ein bisschen Überlebenschancen. Bei mir sieht es, denke ich, eher schlecht aus. Ja, das machst du schon, das machst du schon. Aber jetzt habe ich tatsächlich schon von dieser Viergruppe einen abgeschossen. Ja, was ich lustig finde, wir haben sie auch schon gespielt. Ja. Und eigentlich diese Klasse, die du hier hast, hat uns nicht gefallen. Jetzt hast du sie trotzdem wieder genommen, genau, mit dieser Waffe. Aber man kann natürlich eben, es gibt hier auch die verschiedenen Klassen wieder. Man kann alles leveln, man kann eigentlich alles, was man aus jedem bekannten Shooter kennt. Alle Funktionen, Wallrunning und so, kann man hier auch machen. Aber eben der Mech, und der kommt schon bald. Also du bist schon bei 87%, unten rechts sieht man das. Ja, leider habe ich hier die großen Gegner. Aber es geht nicht lange. Ich denke, das zeigen wir noch. Das mit dem, dass du den Mech holst, der kommt dann vom Himmel runtergeflogen. Oh, schau sie dir an, die haben natürlich schon alles customized und hier bin ich natürlich auch verloren. Da oben rechts hat es einen Gegner, der schießt auf dich. Na, da hast du, jetzt siehst du ihn. Achtung, nee, noch ein bisschen links. Links. Dieses Dach, genau. Starke Leistung. Und das war jetzt kein CPU, sondern das war ein Mensch. Und jetzt sollte ich doch. Der Mech ist da. Ich bin schon bei 100%. Genau, du kannst. Jetzt kannst du ihn holen. Und da kommt er. Da kann man übrigens auch so lustige Sachen machen. Also, es gab es zumindest im ersten Teil, im zweiten kann ich es jetzt noch nicht sagen, dass man den Mech auf einem anderen Mech landen ließ, also den gegnerischen Mech. Aha. Und dann ging der kaputt. War natürlich schwierig, war ein Achievement damals auf der Xbox. Und du gehst. Ich habe kurz Angst gehabt, aber das sieht so cool aus. Auch hier dann, wie so die einzelnen Displays angehen, das finde ich ziemlich cool. Ja, und es sind, was mir gefällt, das sind wieder so coole Maps. Also das war ja schon die Stärke vom Vorgänger. Ja. Also mir hat das wirklich enorm Spaß gemacht, und auch hier wieder. Und da hast du einen Gegner, jetzt noch mit der anderen Waffe ein bisschen. Du kannst auch hier wieder einfach draufballern. Das sind halt Einzelschüsse. Da musst du, genau. Was hat er jetzt? Das weiß ich nicht, vielleicht ein Schutzschild, da weiß ich jetzt nicht. Jetzt, ein bisschen unten auf den Roboter da. Genau. Man kann sie vielleicht auch überlaufen. Achtung, da vorne ist ein Gegner, das rechts. Nimm am besten den Spieler hier rechts. Genau. Oh, da ist er in der Mech rein. Aber du machst ihn fertig. Da hüpft er. Da hüpft er. Aber du hast eine fette Gun. Was macht denn der? Der sieht mich gar nicht. Tschüss. Und das war doch das. Ich denke, das war nicht schlecht. Ultimative Ende. Da kommt und einer und rippt dich raus. Oh, okay. Ja, okay. Ja, gut. Also Kurzfazit. Das macht schon richtig Laune hier. Ja, das, also eben. Ich war schon großer Fan vom ersten Teil. Muss sagen, jetzt im zweiten Teil gibt es noch viel mehr. Ja.
Ich habe sogar überall gespielt. Also ich weiß noch, also es gab es ja damals noch auf Xbox und PC, aber ich habe es PC und Xbox zweimal durchgespielt. Und also durchgespielt einfach online. Und auch hier habe mich richtig gefreut und bietet diesmal ein bisschen mehr. Ja, absolut. Also tolle Sache eben. Ich bin jetzt auch wieder drin, macht richtig Spaß. Einzig könnte man noch erwähnen, wieso kommen jetzt so viele Games raus? Gute Frage. In diese Richtung. Und hier wird weiter gekämpft. Das, ja, ich finde das auch ein bisschen suboptimal. Also jetzt Battlefield, Call of Duty, Titanfall, alle drei Spiele kommen noch dazu, dass ja EA der Publisher ist von Titanfall und von Battlefield. Ja. Da hätte man jetzt ein bisschen Koordination erwarten können. Ja, macht's, gibt eine große Auswahl, aber hilft vermutlich den einzelnen Titeln selber nicht so, weil ich seh vor allem dieses Spiel ein bisschen näher an Call of Duty als ja. an Battlefield. Ja, aber eben, also ihr habt eine große Auswahl, eigentlich auch positiv, und sonst Weihnachten oder sonst was steht auch schon bald vor der Tür, ja. Also ist doch schön, wenn wir eigentlich so eine Auswahl haben, die vor allem auch richtig gut ist. Genau. Gut ist ja auch etwas anderes. Ja, unsere Webseite www.gamester.tv, die ist auch im Sommer gut, nicht nur zu Weihnachten, da kann man immer hingehen, weil da findet ihr natürlich alle Sendungen. Ihr könnt das also nochmals anschauen, alles ist verlinkt, ja auch unsere Gamertags, damit ihr mit uns hier aufs Schlachtfeld gehen könnt, und den Audio-Podcast gibt es da auch. Ja, Games to Listen, wunderbar, etwas auf die Ohren kriegen in Schweizerdeutsch. Abonniert uns auf iTunes, und da gibt es natürlich auch die Sendung. Und soziale Netzwerke sind wir ebenfalls vertreten, überall. Also ich würde mal sagen, jetzt haben wir genug gesagt in diese Richtung. Ich will wieder in so ein Mech steigen. Euch auch viel Spaß beim Zocken. Bis zum nächsten Mal.